So, herzlich willkommen zum Teil 3 Spur Z Digital. Heute mit einem Special zur Mobile Station 2. Ich hoffe, dass ihr das auf dem Bildschirm heute einigermaßen verfolgen könnt, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es so, dass die Mobile Station 2 tatsächlich einige interessante Signale raussendet aufs Gleis, wenn ihr die so wie sie ist einfach mal anschließt und damit dann die Spur Z digitalisieren wollt. Das dürfte übrigens auch zutreffen für alle anderen Loks, die eher DCC-Signale brauchen und vielleicht nicht mit einem Original MFX-Decoder von MacLean ausgestattet sind. Erstes Thema, MFX habe ich gerade gesagt. Beim Thema digital, wenn ihr euch damit beschäftigt, werdet ihr verschiedene Dinge treffen, und zwar sind das sogenannte Decoder-Sprachen oder Protokolle. Die heißen dann eben zum Beispiel DCC oder MFX. MFX ist speziell von MacLean, das muss man dazu wissen. Alles andere könnt ihr googeln, was das Tolles kann. DCC ist quasi der offizielle Norm. Wir wissen alle, MacLean ist so ein bisschen Apple unter den Modellbahnherstellern. Die machen öfter mal gerne was Eigenes. Und ich habe euch im ersten Video gezeigt, ich habe das mit diesem DSR, mit diesem Spannungsregler angeschlossen. Und als ich die dann ausgepackt habe, sah die ungefähr so aus. Also ihr seht, ich habe jetzt hier ein paar Loks in dieser Mobile Station schon gespeichert, aber die sagt euch erstmal keine Lok. Dann ist das Ganze so an und jetzt kann man hier quasi über Stopp an und aus den Strom aufs Gleis schicken oder die Spannung aufs Gleis schicken oder nicht. Wie das mit der Spannung funktioniert, auch erstes Video. So, und jetzt könnte man auf die lustige Idee kommen und eine analoge Lok auf das Gleis setzen. Ich habe jetzt hier wieder für euch vorbereitet die BR89 Opferlok, diesmal eine andere, die hat alle Zahnräder. Und jetzt setze ich die einfach mal rauf und jetzt werdet ihr gleich sehen, was da Lustiges passiert oder auch nicht. So. Seht ihr das, was die tut? Die macht erstmal ein komisches Geräusch. Das ist das, was eine analoge Lok macht, wenn sie auf so ein digitales Signal trifft. Darum sollte man das auch nicht machen. Das ist schädlich oder kann schädlich sein für den Motor. Was hat sie aber noch gemacht? Sie hat sich bewegt. Sie hat also diese kleinen Zuckungen nach vorne gehabt. Können wir gleich auch nochmal angucken. Das heißt also, das Signal, was dort digital aufs Gleis geschickt wird von dieser Mobile Station, das scheint nicht ganz einheitlich zu sein. Also da scheint es irgendwie Veränderungen drin zu geben. So, und das sind diese geheimen Signale, von denen ich eben gesprochen habe. Die kann man auch sehen. Und das ist eine Sache, die hat mich, beschäftigt, wenn man mal so will. Und zwar, wenn ich euch jetzt hier wieder den DSR zeige, dann seht ihr, dass alle paar Sekunden die grüne Lampe hier, die grüne da, die blinkt. Das heißt also, die Spannung, die aus der Mobile Station kommt, die ist nicht konstant. Und tatsächlich ist es auch so, das merkt man, wenn man jetzt so mit einer schon Digital-Lok hier drauf fährt, die über DCC kommuniziert, die hat so ganz, ganz kleine Ruckler in der Fahrt. Ich mache das mal wieder runter, dass wir wieder die Mobile Station sehen. Ich führe euch das mit der digitalisierten Lok jetzt nicht vor, weil ich habe keine Ahnung, ob das für den Decoder und für die Lok wirklich gut ist, was die Mobile Station da tut. Mich hat es erstmal sehr schockiert. Ich habe sehr, sehr lange dann auch nach Dingen dazu im Netz gesucht, weil ich habe ja erstmal gedacht, das Ganze ist kaputt oder meine Gleisbox hier ist irgendwie beschädigt oder kaputt oder so. Und habe aber nichts gefunden. Hab nach verschiedensten Begriffen gesucht und ich habe dazu wirklich gar nichts gefunden. Also wenn ihr das gleiche Thema habt, das gleiche Problem in Anführungszeichen bei euch auftritt und ihr euch wundert, was ist das? Oder ihr wirklich mal den Test macht und so ein DSR anschließt und dann feststellt, ach Mensch, ich habe eine Mobile Station und bei mir ist die Spannung genauso inkonsistent. Weil mein zweiter Gedanke war ja, der DSR hier wäre beschädigt. Die Lösung, die ich gefunden habe für dieses Thema, ist schockierend einfach und ein bisschen erschreckend. Und zwar habe ich eben das Thema Lok-Protokolle erwähnt. Also diese Decoder-Sprache, das ist das, wie die Mobile Station mit der Gleisbox über den Leiter hier, also die beiden Gleise, mit meinen Loks kommuniziert. Da gibt es unterschiedliche Sprachen. Also ähnlich wie wir Menschen auch unterschiedliche Sprachen sprechen, kann auch so eine Mobile Station unterschiedliche Sprachen sprechen. Und im Normalfall ist es so, wir haben hier eigentlich quasi eine Einwegkommunikation. Das heißt, ich schicke hier ein Signal raus mit der Adresse zum Beispiel 111 bei meiner BR111. Und dann weiß die, sie ist gemeint
und macht, was das Signal tut. MacLean hat jetzt allerdings eine Spezialität in dem MFX-Protokoll, und zwar ist das eine automatische Anmeldung der Logs. Und mein Tipp ist, es hängt damit zusammen. Das heißt also, es scheint irgendwie ein spezielles Signal zu sein, was die Mobile Station raussendet. Und man kann in der Mobile Station das Protokoll verändern. Und zwar geht man hier bei Shift und dieses Gleissymbol, die beiden drückt man gleichzeitig. Und dann kommt man hier in dieses Menü rein, wo wir neulich schon mal drin waren. Und jetzt gibt es hier Sprache, ja, das wäre unsere Sprache, die wollen wir nicht ändern, sondern wir ändern die Log-Protokolle. Und jetzt seht ihr, was hier standardmäßig eingestellt ist. MFX, DCC, MM2. Vielleicht hängt es auch mit diesem MM2 zusammen, ich weiß es nicht. Was ich euch sagen kann, wenn wir jetzt hier nur auf DCC gehen, und das ist das, was wir eigentlich brauchen für unsere Log-Decoder, die wir im Normalfall verwenden. Also wenn ihr jetzt keine DCC-Decoder verwendet, dann müsst ihr hier natürlich was anderes einstellen. Aber im Normalfall solltet ihr DCC-Decoder haben. Und jetzt spricht diese Mobile Station nur noch DCC. Und jetzt zeige ich euch mal, was hier unten passiert. Und zwar seht ihr, wie wunderschön gleichbleibend diese grüne LED leuchtet. Diese komischen Spannungen und diese komischen Signale, die jetzt eben aufs Gleis gegangen sind, die sind weg. Und jetzt nehmen wir mal wieder hier unsere Opfer-Lok und stellen die da drauf und gucken mal, was jetzt passiert. Und jetzt macht die nur noch dieses komische Geräusch und zuckt nicht mehr so. Und das wollte ich euch einmal zeigen, weil ich fand das schockierend. Ich weiß nicht, ob diese Signale irgendwie schädlich sind für eure Loks. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen mitgesammelt. Ich gebe euch nur den Tipp, schaltet auf jeden Fall dieses Log-Protokoll in der Mobile Station auf DCC oder nur das, was ihr braucht. Und dann habt ihr das definitiv nicht. Wenn ihr nämlich die Variante ohne den DSR nehmt und einfach ein 12-Volt-Netzteil ranhängt an die Gleisbox, dann seht ihr das nicht. Dann merkt ihr das höchstens im Fahrverhalten der Loks. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein Special zum Thema Mobile Station 2. Und wir werden uns auch in Zukunft noch ein bisschen mit den Spezialitäten der Mobile Station beschäftigen. Ich habe aber noch ein ganz paar andere Themen für euch mitgebracht und tatsächlich auch eins, das wird Spaß machen, da brauchen wir aber ein eigenes Video zu. Und zwar habe ich einen Nano-Decoder bekommen und der sieht von der Größe her so aus, als könnte man ihn hier reinbauen, ohne die Lok zu verändern. Also das schauen wir uns mal gemeinsam an, das wird aber das nächste Video werden. Und ja, für heute Abend erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielen, vielen Dank an der Stelle auch, wenn ihr noch dabei seid jetzt, für die vielen Kommentare zu den ersten Videos, insbesondere die Tipps zu meinen Dampfloks. Ich stehe jetzt mit einem Jahr Z-Erfahrung selber immer noch relativ am Anfang und ja, sie funktionieren. Das ist jetzt mal mein Hauptziel gewesen. Tatsächlich ist es aber so, die Kommentare, die ihr da lesen könnt, insbesondere zum Zusammenbau der Kuppelstangen und der Getriebe, ja, absolut richtig. Macht es so, wie die richtigen Z-Profis euch das da beschreiben oder als Tipp geben. Ja, da waren im letzten Video tatsächlich meine Loks nicht im Optimalzustand. Also soweit für heute. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf jeden Kommentar.